Hallo zusammen, heute nehmen wir euch mit auf eine wunderschöne Bergwanderung. Ich bin hier in den Dolomiten am Sella-Joch angekommen und möchte eine 4-5 Stunden Wandertour da hoch zur Toni de Metz Hütte machen. Ausgangspunkt und auch Ziel ist hier das Sella-Joch. Und das Highlight dieser Tour wird dann oben sein, wenn ich oben angekommen bin. Da geht es dann runter mit dieser historischen Kabinenseilbahn. Also da passt man, glaube ich, nur zu zweit rein. Richtig geil. So, und jetzt geht es einfach los. Ich wandere jetzt hier um diese Langhofel-Gruppe herum. Und dann wird es wirklich beschwerlich, weil dann geht es diese Langhofel-Scharte steil nach oben. Ich glaube, die beginnt dann ab der Langhofel-Hütte. Da ist eine kleine Mittagspause angesagt. Und dann geht es wirklich steil bergauf da hoch. Und alles in allem läuft man, glaube ich, 4 bis 5 Stunden. Genau. Also wunderschönes Wetter haben wir heute. Es wird circa 30 Grad jetzt hier unten sein, oben wahrscheinlich nur noch 15 und habe richtig Bock, das zu machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf der Tour begleitet und euch einen Eindruck von dieser schönen Wanderung hier verschafft. Also bis gleich. So, Freunde, ganz kurzes Update. Ich habe gleich unten am Parkplatz den Wanderweg 526 verpasst und wollte eigentlich auf der 526 hier um dieses Langhofel-Massiv wandern. Ja, ihr seht es vielleicht hier oben. Und jetzt bin ich dafür die 525 lang gelaufen. Und dieser Wanderweg ist jetzt der etwas kürzere, weil ich laufe jetzt straight hoch zu dieser Toni Demes-Hütte. Also irgendwo da unten in dieser steinernen Stadt habe ich den Einstieg verpasst in die 526. Na mei, dann wird es jetzt halt nur eine 1-2 Stunden Wanderung. Ich glaube, ich bin ziemlich schnell die Scharte da hochgelaufen. So hoch ist es eigentlich nicht. 2,7 ist, glaube ich, die Endstation hoch. Okay. Entschuldigt das verwackelte Filmen, aber ich bin zu faul, das Stativ aufzubauen. So viel Zeit habe ich nicht. Landschaftlich ist hier wunderschön. Vorausgesetzt, man hat gutes Wetter. Aber mei, es ist eine gute Übung für meine anstehende Zugspitztour mitten in der Nacht mit Fotorucksack, 2 Stativen, 2 Kameras, weil mein Plan ist, in der Nacht da hochzulaufen, um von möglichst weit oben den Sonnenaufgang zu fotografieren. Es sind dann aber 21 Kilometer straight bergauf mit richtig viel Gepäck. Aber irgendwo muss man ja anfangen, weil unfit möchte ich so eine Zugspitztour nicht machen. Ich habe die ja schon mal vor 5-6 Jahren gemacht, allerdings ohne Gepäck. 21 Kilometer straight berghoch.
Und das hat echt alles von mir abgefordert. Ob ich jetzt fitter bin als vor 5 Jahren, jetzt mit 44, weiß ich nicht, aber ich lasse mich überraschen. Option zurückzukehren gibt oder umzudrehen. Bei der Zugspitztour durch dieses Rheintal gibt es nicht, weil ich kann dann ja 20 Kilometer berghoch laufen und wieder 20 zurück, das ist mir zu krass. Also muss ich es durchziehen. Ist wirklich die breite Straße, wo es gerade die Mountainbike-Fahrer langfahren. Ja, meine Fotografiefreunde werden hier auf dieser Wandertour keine Fotos sehen, weil wir haben mittags um 12 und es gibt keine denkbar schlechtere Zeit, Fotos zu machen. Sonne steht wirklich direkt über mir. Habe ich keinen Bock, Foto zu machen. Aber gut zu wissen ist, dass man diese Wanderung hier auch ganz easy in der Nacht machen kann. Die Wege sind echt gut ausgebaut und es geht hier immer nur im Zickzack diese Serpentinen hoch oder diese Kehren hoch. Also alles easy eigentlich. Und mal wieder den Blick zurück ins Tal, was ich schon geschafft habe. Aber eigentlich ist es ein Spaziergang. Ja. So ist aus meiner geplanten 4-5 Stunden Tour um diese Langkofelgruppe eine 1 Stunden easy bergauf Tour geworden. Aber viele wissen es ja, mit der Orientierung habe ich es nicht so. Und schlauerweise habe ich auch kein Wanderbuch heute dabei. Von daher nehme ich es einfach so, wie es kommt. Juhu! Ja, also landschaftlich haben die Dolomiten schon einiges zu bieten. Diese schroffen Steilwände, die gibt es echt nur in den Dolomiten. Und jetzt hier in der Langkofelgruppe ist die Landschaft nochmal besonders schön. Hier könnte ich mir auch vorstellen, ein Hochkantfoto zu machen. Vielleicht auch eher in den Abendstunden, wenn das Licht einfach schöner ist. Aber es wäre so ein typisches Instagram-Foto. So, und jetzt muss ich noch eine Sache machen, bevor ich mit der Gondel nach unten fahre und um den Nachmittag noch ein bisschen am Pool zu verbringen. Und zwar will ich jetzt dieses Schneefeld noch runterlaufen. Nochmal Spaß am Ende. Und wenn man es ganz bequem haben will und diese Natur per Gondel erleben möchte, kann man das auch machen. Man fährt direkt vom Sellerjoch mit dieser kleinen Kabinenbahn für 15 Euro einmal hoch. Und dann ist man auch hier oben. Oder man läuft eben die 1 Stunde oder 1,5 Stunden.
Und dann erwartet einen, dass da. Wir haben heute 4. Juli, ein bisschen Schnee ist auch noch da. Aber im T-Shirt lässt sich ja auch aushalten bei 15, 16 Grad. So, und jetzt kommen wir zum Fun-Part. Ja, Freunde, das war jetzt meine Kurzbergwanderung hoch zur Toni Demetz Hütte. Hat jetzt 1,5 Stunden gedauert und oben war es richtig, richtig schön. Wanderung kam anders wie geplant, aber jetzt kennt ihr den Weg 525, der hier am Sellerjoch losgeht und ja, neben dieser historischen Seilbahn einfach nach oben führt. Top Wanderung und jetzt sage ich Ciao hier vom Sellerjoch, euer Sigi vom Ammersee. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, oder gebt mir ein Like fürs Video. Ciao, bye bye.